Man kann sich das kaum vorstellen, aber in diesen Ruinen hier war vor 50 Jahren der Teufel los. Das war tatsächlich mal das Las Vegas Italiens. Hier feierte die High Society. Warum es jetzt aber so aussieht, mein Kollege Martin Dunkelmann ist auf eine wirklich faszinierende Geschichte gestoßen. Die verlassene Vergnügungsstadt Consonno im italienischen Alpenvorland. Die Überreste sind Zeugen des Lebenstraumes eines größten wahnsinnigen Grafen. Welches Geheimnis steckt in den Mauern von Klein Las Vegas? Galileo-Reporter Martin Dunkelmann macht sich auf die Suche. Entschuldigung, wo ist das? Der Mann zögert kurz. Doch dann... Da hinten lang, dann immer den Berg auf. Der Mann hat Martin noch gewarnt. Mit dem Auto kommt er nicht weit. So, ich hab's geahnt. Da ist eine Schranke. Shit. Also... Ja, okay, die ist fest verschlossen. Hier ist ein Bolzen mit dem Schloss. Keine Chance. Doch wir haben vorgesorgt. Ciao. Ciao. Hi, Martin. Hi. Vorab haben wir die italienische Lost Place-Forscherin Diana kontaktiert. Was ist das Besondere hier? Sucht ihr nach etwas Bestimmtem? Ich habe ein Bild von dem riesigen alten Turm gesehen. Das hat mich fasziniert. Also habe ich meine Freunde angerufen und gesagt, lasst uns das zusammen erkunden. Nach etwa 10 Minuten. Was steht da? Ist das der Eingang? In Consonno ist alles ein Wunder. Hier ist also alles ein Wunder, heißt das. Dann bin ich mal gespannt. Diana weiß, die stillgelegte Spaßmeile war der Traum eines einzigen mächtigen Mannes. Das alles wurde in den 1960ern von einem Grafen erbaut. Sein Name war Mario Bagno. Er war besessen von der Idee, aus diesem Gelände seine Interpretation von Las Vegas zu bauen. Der exzentrische Graf hatte Großes vor. Hier sehen wir ihn in Aufnahmen, die das Schweizer Fernsehen in den 60er Jahren gemacht hat. Ein Vergnügungsparadies sollte entstehen, mit Hotels, Tanzcafés und Säulengängen. Die Säulen stehen heute noch. Doch rundherum ist inzwischen ein Wald gewachsen. Es ist ganz mystisch hier, ne, diese alten Säulen. Sieht wie ein Eingang aus. Wir entdecken weitere Spuren des verlassenen Vergnügungsortes. Ein riesiger Brunnen taucht auf. Dann eine zugewucherte Brücke. Etwa 100 Meter weiter stehen wir vor dem riesigen Hauptgebäude. Keine Menschenseele weit und breit. Hier hat definitiv die Natur übernommen. Das ist echt beeindruckend. Partys feiern, shoppen. Mit seinem 30 Meter hohen Turm als Wahrzeichen sollte Consonno ein Ausflugsziel für die Ewigkeit werden. Was war da drin? Ich glaube, das war eine Art Einkaufszentrum. Und darüber waren Apartments. Kann man sich genau vorstellen, dass hier unten die ganzen kleinen Cafés waren und Läden. Und da hatten die alle ihre Tische draußen wahrscheinlich. Doch wohin sind die Läden und Tische verschwunden? Warum hat man das Gelände aufgegeben und seinem Schicksal überlassen? Abgefahren. Fakt ist, anfänglich gehen die Pläne des Grafen auf. Zu Blütezeiten hat Consonno sogar eigene Postkarten. Auf dem Gelände gab es angeblich auch ein Casino. War hier vielleicht die Mafia mit von der Partie, wie im echten Las Vegas? Martin entdeckt eine Spur. Okay, das ist kein normaler Schrank. Warte mal. Das hier? Alter. Ich kann es gar nicht bewegen. Das ist ein Tresorschrank, glaube ich. Guck mal hier. Da, siehst du, ist Beton drin. Und der wurde offensichtlich aufgebrochen. Guck mal. Das kann ja vielleicht irgendwie der Schrank gewesen sein für die Tageseinnahmen hier aus diesem Casino. Weiter geht's aufs Dach der Anlage. Und zum Wahrzeichen der verlassenen Vergnügungsmeile. So. Da gehen wir jetzt hoch. Wow.
Das sieht ja abgefahren aus hier. Was für ein geiler Ort, ne? Guck mal, mit der Kuppel. Auf die Spitze des Turms führt nur ein Weg. Über eine rostige Leiter, die alles andere als vertrauenserweckend aussieht. Achtung, Absturzgefahr. Unser Reporter riskiert es trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man früher auch so hier hochgekommen ist. Glaube ich nicht. Der 30 Meter hohe Turm sollte den Gästen schon aus der Ferne den Weg nach Consonno weisen. Wow. Ist natürlich schon fett, ne? So eine geile Aussicht hier oben. Also ich kann den guten alten Grafen schon verstehen, warum er das hier gemacht hat. Ist eine total schöne Location. Da drüben ist ein großer Berg, da ein Fluss und ein See. Das Spaßmekka in der malerischen Lage war der wahr gewordene Traum des inzwischen verstorbenen Grafen. Doch ein Gebäude am Rand der Anlage passt hier nicht ins Bild. Das ist irgendwie merkwürdig. Das Haus ist niemals aus den 60ern. Das ist mindestens 100, wenn nicht 200 Jahre älter. Es muss hier also schon vorher etwas gegeben haben. Von Diana bekommen wir einen Tipp. In einem nahegelegenen Dorf soll eine Frau wohnen, die mehr über die Vergangenheit Consonnos weiß. Prego. Ciao. Ciao. Hi, Martin. Carmen. Hallo, das ist mein Team. Kommt rein. Prego, prego. Carmen erklärt sich bereit, uns mehr zu erzählen. Wir erfahren, bevor der Graf kam, war Consonno ein ganz normales Bauerndorf. Neben dem alten Haus, das du entdeckt hast, stand früher meine Schule. Und hier wohnten meine Großeltern. 300 Einwohner gab es im Ort. Dann kaufte der Graf das gesamte Gelände. Um seinen Traum zu verwirklichen, ließ er das komplette Dorf abreißen. Klein Las Vegas entstand. Nur, warum ist Consonno heute eine Geisterstadt? Hat sich der Graf Feinde gemacht? Oder hat er sich verspekuliert? Carmen schickt uns zu einer Nachbarin. Hi, mein Name ist Martin. Barbara ist Architektin. Auch sie ist fasziniert von dem Ort. Warum ist dort nichts mehr los? 1976 gab es in der Region eine Naturkatastrophe. Ein großer Erdrutsch zerstörte die einzige Zufahrtsstraße nach Consonno. Kaum zu glauben, ein Erdrutsch ist der Anfang vom Ende der Vergnügungsmeile. Denn der Graf und die umliegenden Gemeinden können sich nicht einigen, wer die Reparatur der Zufahrtsstraße bezahlen soll. Consonno gerät nach und nach in Vergessenheit. Und so wird aus dem italienischen Las Vegas ein Lost Place. Architektin Barbara hat einiges mit Consonno vor. Wir treffen nochmal Lost Place-Forscherin Diana, um in der verwunschenen Kulisse weiter auf Spurensuche zu gehen. Mitten auf dem Gelände eine riesige Fläche. Sieht aus wie so ein zentraler Festplatz hier irgendwie, ne? Was war das? Hier war eine Tanzfläche. Und da drüben die Bühne, wo wahrscheinlich die Band spielte. Das muss wunderschön gewesen sein. Ja. Also das muss schon sehr cool gewesen sein, hier zu tanzen, nachts unter dem Sternenhimmel. So sah es hier früher aus. Die alten Fotos zeugen von der Leichtigkeit, die in der Luft lag. Man ließ es sich gut gehen in Consonno, im Tanzcafé, den Clubs und im Hotel. Das heute ganz anders aussieht. Im Inneren sieht es inzwischen eher aus wie in einer Rumpelkammer. Kaum vorstellbar, dass hier vor 50 Jahren die italienische High Society abstieg. Ja, und hier durch, hier könnte eine Bühne gewesen sein. Guck mal, wie eine Bühne. Da, schön verkleidet. Den Hotelgästen sollte es an nichts fehlen. Kaum vorstellbar, das war einmal die prunkvolle Lobby der Nobelabsteiger. Und so könnte es hier ausgesehen haben, bevor alles stehen und liegen gelassen wurde. Am nächsten Morgen. Wir folgen der Einladung der Architektin und staunen. Von wegen Lost Place. Die Bewohner der Region feiern hier eine riesige Party. Das ist der beliebteste Lost Place ever. Hat die vergessene Spaßmeile also eine Zukunft? Rollen hier etwa schon bald wieder die Würfel? Im Getümmel treffen wir Barbara wieder.
Warum feiert ihr hier eine Party? Consonno soll wieder aufleben. An manchen Tagen wollen wir diesen Ort mit neuem Leben füllen. Nach 50 Jahren zieht es die Gäste noch einmal auf die Tanzfläche des vergessenen Las Vegas in Italien. Was mit einer verrückten Idee beginnt, endet schlagartig mit einem Erdrutsch. Doch die Geschichte Consonnos geht weiter. Hätte der längst verstorbene Graf das miterlebt, er hätte sich wohl gefreut. Das ganze Gelände hier gehört übrigens heute den Nachkommen des Grafen. Und jetzt Achtung an alle Millionäre, für 12 Millionen kann man all das hier kaufen, inklusive Minarett, 200 Fußballfelder, Lost Place pur.